Hey ihr Lieben und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Y für den Nintendo 3DS. Im letzten Part sind wir hier auf Route 7 stehen geblieben und ich stehe an einer anderen Stelle als im letzten Part, weil ich trainiert habe. Ja, ich habe auch nur Sarah und Jan trainiert, weil Sven ja schon auf Level 20 war. Und natürlich habe ich Sarah nur auf Level 19 trainiert, damit wir gleich etwas erleben werden. Und die Pumpe ist fast gut, weil das nach einer Konfusion dauert. So, Konfusion! Und Level 20. Jetzt bin ich ganz ruhig. Hallo, Sarah entwickelt sich. Glückwunsch, deine Sarah wurde zu einem Kyurem! Ja. Dann gucken wir uns mal kurz Kyurem an. Und die Werte sind Drastmaß gestiegen. Alter. Gelernt hat sie leider nicht. Und Jan, der hat Rasierblatt gelernt. Was ich dann natürlich für Rattenkiet weggenommen habe. Und ja, ich habe Nico nicht ins Team genommen, damit er nicht weiter levelt. Ich werde ihn erst ins Team nehmen, sobald die anderen auch auf seinem Level sind. Aber hier ist erstmal Kellen. Wollen wir mal eben einen Kampf austragen? Tiano und Trovato kämpfen zusammen gegen Lady S und mich. Okay. Lady S, ich dachte mir, wir geben sicher ein gutes Team ab, weil wir doch Nachbarn sind. Und boah, die Musik ist schon wieder zu laut. So. Jetzt kommt Pikachu. Okay. Wir können jetzt erstmal Sarahs gewonnene Stärke austesten. Achso, als Kids-Pokémon muss ich aufpassen, weil das kann nämlich schwer sein. Was muss ich da machen? Okay. So, nochmal. Konfusion! Dann noch Fiziri. Oh ne, ist noch nicht weg. Weil das Pikachu ist jetzt weg. Und Jan ist Level 21. Und nochmal Klammer. Ah, jetzt ist aber weg. So, was kommt jetzt? Ich glaube, das ist Trovato. Und Ambitivel. Okay. Sie sagen, auf der Krebskunde-Konfusion. Und ja. Also ich bin froh, dass ich keinen Schwertkampf gemacht habe, weil dann wäre es uns weggefegt. So, jetzt will ich mal kurz überlegen. Ist Konfusion auf C normal oder nicht effektiv? Na schauen. Also ich kenne mich mit C jetzt auch nicht so gut aus. Und es ist normal, okay. Ja, das war's. Wow, alle Achtung, das hat sie ja jetzt aber in sich. Was man im Pokédex nicht nachlesen kann, erfährt man dann hautnah im Kampf.
Und wir kriegen 3000 Poké-Dollar. Yay! Wie unterschiedlich doch die Kampfstile einzelner Trainer sind. Nun ja, ich schätze, als nächstes gehen wir dann wohl nach Petrophia. Okay, aber vorher tausche ich dich mal gegen dich aus. Und wir suchen Item ein. AP Plus. Das müsste jetzt die Geolink-Höhle zu Bugnest. Bist du in der Lage, Pokémon gut aufzuziehen? Das will ich jetzt im Kampf herausfinden. Ja, wenn ich Denise ein Big Palette. Okay. Los, Sarah. Zeig, was du kannst. Njum. Fans. Super schlau. Oh, wie süß. Und das Pikolandia geht zur Boden. Man bräuchte irgendwie diesen Pokémon Stadium Kommentator von so. Die blaue Seite ging zu roten. Oder die rote, ich weiß nicht mehr. Wo die blaue und wo die rote Seite war. Diese Attacke ist sehr effektiv. Die blaue Seite ging zu Boden. Das ist voll. Ich weiß nicht, wo blau da Dings ist. Nein, du lernst keinen Game-Schuss. Die haben keine Attacken mehr, was er erbt dem. Über Theo. Nein. Tschüss. So. Das war's auch dann. Und nehm ich das jetzt noch. Was? Also ich hab gestern über 3 Pokémon. Also doch 4. Holen sie doch ein weibliches. Das ist schneller als wir. War ja klar. Dein Ernst. Tschüss. Und Level 21. So. Ja, ja. Und nochmals, ja, du hast dein Pokémon. Du hast dein Team gut aufgezogen. Mann, immer wenn Team steht, sage ich Pokémon-Team automatisch. Was ist schlimm? Oh, da kommt Svenja nach vorne. So, wer nervt uns jetzt? Hi, Flume. Und tschüss, Flume. Was war hier unten nochmal? Da war glaube ich ein Bärenbaum und auch noch ein Item. Ah, Wolbeat. Wolbeat und Illumise haben mich beim Training so zerfetzt. Oh Gott, weil Wolbeat kam Mondschein und Fußball und noch irgendwelche anderen Attacken. Ja, Doppelteam. Illumise kann. Keine Ahnung, was das für eine Kommentare, die haben mich so zerfetzt. Boah, also ich habe, obwohl ich nur 3 Level machen musste, also 2 Runden fast mit 1 und ja, du lernst das Doppelteam lernen. Und ich habe dafür komplette 2 Stunden gedauert. Gebraucht, nicht gedauert.
und unsere Persimbeere. Und das ist ein Mini-Pilz. Oh Gott, der Mini-Pilz. Hi. Die will ich jetzt nicht kämpfen. Oh, Roselia. Oh, das fange ich mir. Tschüss. Aua. So, warte. Los, bleib im Superball drinne. Ich muss mal wieder Bälle kaufen. Ja! Gut. Weil ich habe jetzt hier Roselia gefangen. Beide muss die gute Kira, weil ihr Lieblingspokémon ist nämlich Roserade. Ich überlege es mir, vielleicht einfach nur für zum Projekt von Roserade zu machen. Wo haben wir es denn hier? Kira. So. Ich werde es nicht trainieren, aber es ist das für Fun. Ich kann, du hast dann. Boah, was denn das das Wesen? Weg. Wachstum. Gift. Stich. So, musst du was von Taschkühl wegmachen. Ich dachte, ich spüre mega sauber. Gut, am besten ziehen wir die letzten zwei Teammitglieder geholt haben. Dann kann ich eigentlich. Ah nee, du wirst ja. Ich glaube, er wird ja noch Zertrümmerer und alles lernen. Und der Silberstaub. Der verstärkt Käferattacken, oder? Verstärkt der Käferattacken? Also das sind Fragen. Ja, Attacken von Typ Käfer. Oh Mann, immer ist hier einfach auf dem Touchscreen. Swatnest. Ich werde in der Pokémon-Team heilen. Und, oh, wer nervt uns jetzt schon wieder? Zu Wort, wer auch sonst? Und tschüss. Wir wollen dich hier nicht. Gute 8. Gut. Halt, nicht so schnell. Hi. Verzeih, ich wollte dich nicht erschrecken. Na, geht es dir und deinem Pikachu gut? Hast du dich nicht schon mal gefragt, wie es möglich ist, ein so riesiges Gebiet wie die Kalfsregion mit nur einem einzigen Pokédex abzukürzen? Da das tatsächlich unmöglich ist, werde ich deinen Pokédex mal eben ein klein wenig ausrüsten. Pokédex, cool. Im Pokédex-Menü kannst du ab jetzt auch den Kalos Küstendex auswählen. Tipp ihn einfach mal an, um es auszuprobieren. Neue Begegnungen lassen Menschen und Pokémon gleichmäßig wachsen. Also dann, jetzt heißt es Abschied nehmen. Bon Jovi, Bollerie. Ja, wie gesagt, ich kann kein Französisch. Ich bin da total schlecht drin. Ja.
So, und hier ist es übertragen. Aber ich würde sagen, das war's für diesen Part. Im nächsten Part werden wir uns weiter auf den Weg zu nach weiter auf dem Weg nach Petrofia machen. Und ich verabschiede mich und sage tschüss.